Nu freu dich mal, solange du noch kannst. Nu freu dich mal, sonst liegt auf dir ein Kranz. Die Zeit verfliegt, schon kommt der Sensenmann. Nu freu dich mal, nu freu dich mal, solange du noch kannst. Ja, hier sind wir im Saal. Hier ist gerade Lernen angesagt, ne? Und ja, wir stören jetzt hier nicht weiter, ne? Wir gehen mal hier raus. Da ist die Claudia hier neben mir, hier vom Allerwelthaus. Jetzt wird hier gerade im Saal gelernt. Was lernen die? Das ist eine Alphabetisierungsklasse der AWO. Die sind hier montags bis donnerstags vormittags sind sie hier und lernen ganz fleißig. Da ist ja ganz viel in dem Saal, was da passiert. Die unterschiedlichsten Sachen. Was ist das Schönste so aus deiner Sicht in dem Saal? Denn was passiert? Also im Moment ist daran das Schönste, dass er so unglaublich vielfältig ist. Also wir haben da Vorträge, wir haben Seminare, wir haben Pizzaessen mit den Gewinnern von irgendwelchen Wettbewerben. Wir hatten die Tage ein Familienfest hier. Wir haben Konzerte, Theater, alles Mögliche. Also es ist einfach eine ganz bunte Fläche für alle möglichen Arten von Veranstaltungen. Das finde ich so toll daran. Ich würde sagen, die Bühne im Allerwelthaus ist ein Tipp auf jeden Fall. Jetzt gehen wir mal eine Theke. Also willkommen. Ich sage mal, wenn das hier keine Theke ist, ja. Und da ist die Svenja hier vom Bistro Mundialis, richtig, ne? Grüßchen. Also, wenn hier Veranstaltungen sind, dann ist hier auch lecker Schmackofatzen angesagt. Was ist so typisch hier? Typisch für uns? Während Veranstaltungen oder normal? Ja, während Veranstaltungen gibt es zum Beispiel hier das heutige Chilis in Carne, machen wir immer gerne, kommt immer gut an, weil das für die Fleischesser ist das dann auch ein bisschen was Bekanntes. Ja, so ein Gemüsecurry wird auch immer gerne genommen. Fingerfood, wir haben ganz tolle Häppchen und ja, das ist es eigentlich. Kuchen haben wir auch hier in der Theke zum Beispiel, kann man es auch ganz gut sehen. Ja. Wenn kein Fleisch drin ist, dann Sägespäne oder was? Ja, genau. Gras und Steine auch. Haben wir auch immer gerne. Nee, also in dem Fall ist jetzt Tofu drin. Wir haben aber auch viel, so wenn wir jetzt gefüllte Paprika machen, ist einfach Reis ohne Hackfleisch drin und Gemüse. Genau, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also ich würde sagen, mit dem Stichwort Theke ist das hier gar nicht hinreichend beschrieben. Und hier sitzen sie auch, ne? Schmeckt es? Daumen hoch! Schmeckt es? Schmeckt es? Alles ja, schmeckt. Ja. Die Svenja hat mal eben rüber gedroht. Nee, alles gut. Könnte man natürlich da Chili auch drin essen, aber machen wir nicht. Das ist Valentina und Jolina ist da auch. Also hier, ich drehe mich mal, hier hat quasi alles angefangen, hier im Allerwelthaus mit dem Weltladen. Was gibt's hier alles? Hier gibt es sehr viele Sachen. Hier gibt es natürlich Lebensmittel, alles aus Fairtrade, aber wir haben auch sehr viel buntes Sortiment an handwerklichen Sachen und Kleidung und... Da hinten habe ich schon gespingst, auch Weinchen. Ja, das gibt's auch. Da ist doch für mich auch was dabei. So, und jetzt machen wir nochmal einen ordentlichen Gong hier. Das ist viel zu schade für Chili. Ja, wir haben uns jetzt hier nochmal in die Ecke verzogen, weil einzig ist ja das Stichwort auch Kasse, ne? Also, ich sag mal, die freien Kulturzentren liegen am Boden und zwar nicht auf einer weichen Matratze oder auf Rosen gebettet. Es ist schon nicht so einfach, ne? Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr viele Unterstützer? Wie läuft es? Wir haben tatsächlich zum Glück viele Unterstützer, sonst hätten wir es nie geschafft. Sonst hätten wir es nicht geschafft durch die Corona-Krise und vor allen Dingen hätten wir es nicht geschafft durch die Überschwemmung. 2021 sind wir hier ja arg unter vollem Wasser geraten. Also wir haben viel Unterstützung. Was wir aber nicht haben, ist ein Etat. Also wir haben eigentlich keinen Etat für Veranstaltungen. Alles, was wir machen, müssen wir aus eigenen Kräften stemmen oder die entsprechenden finanziellen Mittel dafür in Form von Fördergeldern akquirieren. Und das ist oft nicht einfach, gelingt uns aber, denn wir haben im Schnitt über 100 Veranstaltungen im Jahr. Also kannst du sagen, jeden dritten Tag machen wir irgendwas, entweder hier im Haus oder woanders, im Rathaus, in der Stadtbücherei, auf der öffentlichen Straße, in Schulen, Berufskollegs und so weiter und so fort. Also wir sind vielfältig unterwegs, nicht nur hier im Haus. Und wir machen das meistens bei freiem Eintritt oder nach dem Prinzip Pay what you want, also dass jeder geben kann, was ihm möglich ist. Denn wir möchten unsere Angebote für jeder Mann und jeder Frau offen halten. Es soll nicht am Eintrittsgeld scheitern.
Ja, und wenn ihr da draußen einfach viel zu viel Geld gerade habt irgendwo, dann könnt ihr das hier auch vorbeibringen. Oder wenn ihr zu viel Zeit habt, dann könnt ihr vielleicht auch eine Schicht übernehmen, vielleicht hier im Laden, ne? Dann hat die Valentina auch mal frei. Nu freu dich mal, solange du noch kannst. Nu freu dich mal, sonst liegt auf dir ein Kranz. Die Zeit verfliegt, schon kommt der Sensenmann. Nu freu dich mal, solange du noch kannst.